Ey, yo, ey, yo, ey. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe jetzt 100 Abonnenten geknackt, zum zweiten Mal schon. Ich hatte schon mal 100 Abonnenten, aber dann sind ein paar abgehauen, weil sie sich dachten, oh mein Gott, was ist das für ein Spaß. Und dann hatte ich nicht mehr 100 Abonnenten. Jetzt habe ich wieder 100 Abonnenten und hat sofort an einer geschrieben, Dizzy hat geschrieben, ja, ich bin ein 100. Abonnent, mach doch ein Abonnenten-Special. Ja, Leute, ich würde gerne ein Abonnenten-Special machen, aber erstens mal, wenn jetzt einer abhaut, dann ist das ja voll peinlich. Ich meine, guck mal, du hast ein 100-Abo-Special auf deinem Channel, aber nicht 100 Abos. So, okay, alles klar, in 2 Wochen lade ich ein 10.000-Abo-Special hoch. Nee, aber das ist jetzt auch halb so wild. Ich meine, selbst wenn dann sich einer verpisst, ja, dann soll er sich halt eben ficken. Aber ich meine, so, was soll ich denn machen? So, ein 100-Abo-Special. Ich meine, was stellt man sich darunter vor? Schwierig, so. Ne? Also ab 500 Euro Abonnenten, das habe ich mir sogar schon vorgenommen, zeige ich auf jeden Fall meine Eier. Vielleicht auch ab 1000 erst, muss ich mal gucken. Aber ich weiß nicht, was ich ab 100 Abonnenten machen soll. Ich habe ums Verrecken keine Ahnung. Also, ich meine, ich mache ja nur Gameplays. Irgendwann in Zukunft will ich auch Real Life machen, vielleicht, aber nicht so Vlogs oder so. Und das ist irgendwie scheiße. Ich weiß nicht, ich finde auf jeden Fall Film mega cool. Ich habe auch schon einen Vlog geschnitten, aber der ist scheiße geworden. Also der ist nicht scheiße geworden, aber ich will den nicht hochladen. Noch nicht, weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich Real Life mache, dann mache ich mich lächerlich. Weil ich kenne viele Leute in Real Life, die machen Real Life Videos. Und die machen sich lächerlich. Die machen sich verdammt lächerlich. Mehr Abos wie ich. Aber die machen sich trotzdem so zum Affen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie Abos haben. Und ich möchte nicht, dass das bei mir so in die Richtung Opfer geht. Ich bin schon Opfer genug, also das muss ich nicht auch noch haben. Ja, aber wie gesagt, ich bin jetzt ja ein Let's Player, ein Commentary-Typ, der macht Videos, in denen er seine Meinung sagt, zu welchen Themen. Und da weiß ich gar nicht, was soll man da als 100-Abo-Special machen. Ja, also, weiß nicht, ne? Falls ihr irgendwie wisst, ey, was soll ich denn machen? Weiß nicht, vielleicht habt ihr Tipps oder so, was man so als 100-Abos machen kann. Als 100-Abo-Special, dann könnt ihr das ja in die Kommentare hauen. Ich wäre sehr erfreut. Ja, ich überlege mir was. Ich muss mal gucken und mal nachdenken. Ja, und was ich dann noch ankündigen wollte, das ist auch, warum ich dieses Video mache. Ich habe vor, im Oktober Horrorvideos zu machen. Auf jeden Fall ganz viel Horrorvideos, weil dann ist ja Halloween und ich finde Halloween mega cool und ich finde das mega cool. Breeding Unicorns, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die macht jedes Jahr im Oktober, den ganzen Oktober so Horrorvideos. Also so Horror-DIYs, wie bastelt man irgendwelche Horrorsachen. Und ich finde das mega cool, das ist auch eine mega gute Idee und ich habe mir gedacht, ey, das finde ich mega geil, das mache ich auch. Das mache ich auch, weil das ist halt einfach Halloween, so. Das muss man einfach feiern und deswegen habe ich mir gedacht, ja, das mache ich auch. Also versuche ich jetzt im ganzen Oktober nur Horrorkram zu bringen. Ja, mal gucken, was sich da so anbietet. Also ich werde dann wahrscheinlich öfter ein Video hochladen. Ja, wie gesagt, vielleicht jeden zweiten Tag. Ja, das ist so, was ich sagen wollte. Also falls ihr Bock habt, so ein paar Horrorsachen zu haben, der ganze Oktober wird dann voll mit Horror sein. Also ich hoffe, das wird jetzt keine Abonnenten abschrecken und die werden sich denken, ach so ein Wichser, da habe ich ja voll keinen Bock drauf. Aber ja, danach geht's halt wie gewohnt weiter, dann lade ich den gewohnten Scheiß hoch. Ich habe, das ist eigentlich so das, was ich sagen wollte. Ich hoffe, dass dieses kleine Ankündigungsvideo nicht ganz so ätzend war. Wie gesagt, diese 100 Abos, da muss ich mal gucken, was ich mache. Schreibt am besten, wenn ihr Bock habt, ein paar Tipps in die Kommentare. Ich würde sagen, das war's erstmal von mir. Es kommen jetzt noch ein paar Let's Plays von No Man's Sky etc. Eventuell wollte ich noch ein paar. Ich bin noch dabei, noch ein paar Commentaries zu machen. Also wenn ihr Bock habt, könntet mich ja abonnieren. Dann kriege ich vielleicht sogar 500 Abos und dann zeige ich auf jeden Fall meine Eier. Wenn euch das mit diesem Oktober gefällt, dann könnt ihr einen Daumen nach oben geben. Wenn nicht, dann fickt euch. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.